kluger Mann hatte eine dämliche Frau. Der kaufte er einen Ochsen und trug ihr auf, während er im Sommer und im Herbst auf Reisen gehen musste, ihn zu füttern für den langen Winter. So oft er einmal nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau: Weib, denke an den langen Winter. Füttere mir den Ochsen recht, damit er etwas Festes vorfindet, wenn er kommt. Und greife mir das Geld nicht an, das ich hier in den Schubkasten lege, denn das ist auch für den langen Winter. Und so geht er denn wieder seinen Geschäften nach auf Reisen. Wie der kluge Mann fort ist, da kommt an einem schönen Tag im Herbst einmal ein Fleischer zu der Frau und fragt, ob sie keinen Ochsen zu verkaufen hätte. Die Frau schaut ihn an und sieht, dass er sehr lang und groß ist und fragt, wer er denn sei. »Ich bin der Fleischermeister Winter«, antwortete er. »Für mich wird gar mancher Ochse fett gemacht.« »Also der lange Winter«, ruft die Frau aus und sagt, »ja, wenn er der lange Winter wäre, da hätte sie auch einen Ochsen für ihn. Er möge nur mit in den Stall kommen, sie wolle ihm das Tier sogleich übergeben.« Sie gehen also miteinander in den Ochsenstall und der lange Winter klopft den Ochsen so recht wohlgefällig auf sein braunes Fell und sagt, das wäre doch einmal etwas für ihn. So etwas von Ochsen wäre lange nicht für ihn gemästet worden. Da wird die Frau ganz gerührt, dass der lange Winter mit ihrem Ochsen so zufrieden ist und sagt, ach, lieber Herr Winter, wenn ihr wüsstet, wie oft ich an euch gedacht habe, so oft mein Mann fort war. Den ganzen Tag habe ich den Ochsen gepflegt und gewartet, damit ihr ein gutes Stück Fleisch fändet, wenn ihr denn kämet. Mein Mann sagt immer, aber auch jedes Mal, wenn er hier war, Frau, denk an den langen Winter. Oh, der hält große Stücke auf euch, das könnt ihr mir glauben, Herr Winter. Der lange Winter kniff die Frau ein wenig in die Wangen und sie wurde in ihrem Herzen ganz glücklich darüber, von einem solchen Manne so geehrt zu werden. Da glaubte der Fleischer, jetzt sei der Augenblick gekommen, wo er mit der Frau über den Preis abschließen müsse. Er bot ihr sehr wenig an, weil er sie so gut gelaunt sah. Aber die Frau sagte, was denkt ihr von uns? Das ist mir und meinem Mann an der Wiege nicht gesungen, dass wir Ochsen für Geld fett machen sollen. Das tun wir nur aus Liebe. Ja, ja, aus Liebe für euch, Herr Winter, haben wir den Ochsen fett gemacht. Wir haben auch Geld für euch gespart. Kommt mit herein in die Stube, in der Schublade, da liegt es. Es werden so nach und nach 50 Taler geworden sein. Der Fleischermeister staunte, ließ sich aber den Ochsen gefallen und folgte der Frau in die Stube, auch die 50 Taler in die Tasche zu stecken. Wie sie in die Stube kamen, sagt die Frau, »Herr Winter, ihr seid doch wirklich sehr, sehr lang. Ich bitte euch, stellt euch einmal an die Tür, damit ich euch ordentlich messen kann.« Der große Fleischermeister stellte sich auch richtig an die Tür, die Frau aber nahm ein etwas Kreide, stieg auf einen Stuhl und machte einen Strich über seinen Kopf an die Wand. Dann klatschte sie in die Hände und sprach, »Es ist mir lieb, dass ich euch gemessen habe. Es wird immer so viel vom langen Winter gesprochen. Und wenn nun wieder auf den die Rede kommt, so kann ich doch auch mitsprechen und sagen, so und so lang ist er. Oh, den kenne ich recht gut, den Winter.« Nun muss sich der lange Winter in den Lehnstuhl setzen, die Frau aber eilte in die Küche, knickte Holz klein und machte ihnen einen Kaffee. Den trinken sie gemeinsam und die Frau ist sehr vergnügt, dass sie nun auch sagen kann, der lange Winter hat einmal bei mir Kaffee getrunken. Darauf zählt sie ihm die 50 Taler vor und die steckt er in die Tasche.
Nun hilft sie ihn auch noch, den Ochsen von der Krippe lösen und sieht den langen Winter noch eine Zeit nach, wie er so wohlgemut mit ihren Ochsen und ihrem Geld dahinzieht. Bald darauf kam eine andere Frau zu ihr, der wollte sie etwas abkaufen. Da sagte sie ganz schnippisch: »Ich hab jetzt kein Geld. Wenn man Bekanntschaft mit dem langen Winter, wie mein Mann und ich haben, so kann man sein Geld besser gebrauchen.« Das war nun alles recht und gut. Als aber der kluge Mann nach Hause kam und die Frau ihm mit der Botschaft entgegensprang, dass der lange Winter da gewesen sei und dass sie ihm den Ochsen und das Geld geschenkt habe, da war er so unglücklich, denn er sah alle seine Hoffnung, den Winter hindurch mit seiner Frau zu bestehen, auf einmal gescheitert. Er sagte zu ihr: »Von jetzt an sind wir geschieden. Ich will nichts mehr mit dir zu schaffen haben und so lange gehen, bis ich einen dümmeren Menschen antreffe, als du bist. Hab ich den gefunden, so komme ich wieder zu dir. Bis dahin aber leb wohl.« Er machte sich also wieder auf den Weg und geht eine ganze Strecke weit, findet aber nirgends einen dümmeren Menschen als seine Frau. Endlich blies der Wind schon ganz winterlich über Stoppelfeld und da kommt eine Frau Amtmannin auf einem Schimmel dahergeritten. Da bleibt er stehen und sieht fortwährend gen Himmel. Nun ist eine Frau Amtmannin auch neugierig, so gut wie eine Tagelöhnerfrau, und will wissen, was in der Welt vorgehe. Darum hält die Dame ihren Schimmel an und fragt, was er denn da mache und warum er fortwährend in den Himmel starre. Er aber winkt ihr, sie solle nur ruhig sein. Er sei soeben vom Himmel gefallen und er müsse das Loch im Auge behalten, wo er herausgefallen sei, damit er wieder hinein könne. Denn hier auf Erde könnte er doch nicht bleiben. Das sei nichts für ihn. Wer erst einmal im Himmel gewesen sei, dem komme es hier ganz, ganz, ganz ledern vor. Das heißt, nicht so schön wie im Himmel. Wie die Frau Amtmannin das hört, fragt sie sogleich, wenn er aus dem Himmel sei, ob er dann ihren Sohn nicht kenne, der vor 2 Jahren leider gestorben wäre. »Ja«, sagt er, »den kenne er wohl. Dem ginge es oben schlecht, denn weil er vom Lande sei und mit der Wirtschaft Bescheid wüsste, so müsse er eben Futter schneiden.« Darüber fängt die Frau Amtmannin gewaltig an zu lamentieren, dass ein Amtmannssohn im Himmel Futter schneiden müsste. Sie sagte, das hätte sie nicht gedacht, ob sie ihren Sohn denn wohl mit etwas Geld unter die Arme greifen könnte. Sie hätte hier einen Beutel mit 1.000 Talern. Den solle sie von ihrem Mann, ihrem Stiefsohn, bringen, der fortwährend in großen Geldschwierigkeiten sei. Wenn sie aber wüsste, dass ihr verstorbener Sohn damit geholfen werden könne, so würde sie ihm auf der Stelle den Beutel mit in den Himmel schicken. Denn er sei doch von ihrem eigenen Fleisch und Blut und ihr Stiefsohn, der könne ja wohl noch warten. Der kluge Mann sagt, das Geld wolle er schon besorgen. Er sähe ihren Sohn im Himmel alle Tage. Die Frau gibt ihm also den Beutel und er sagt, da er nun einmal auf der Erde sei, so wolle er doch hier auch einige Verwandte einmal besuchen. Das Loch im Himmel, woraus er gefallen sei, hätte er sich jetzt ganz genau gemerkt und darauf können sie sich verlassen. Morgen um diese Zeit habe ihr Sohn im Himmel schon das Geld in den Händen und damit geht er seiner Wege. Die Frau aber reitet nach Hause, verkündet ihrem Mann hoch erfreut, dass sie Gelegenheit nach dem Himmel gefunden und ihren rechten Sohn die 1.000 Taler mitgeschickt hat. Was will der Amtmann tun? Er besteigt sogleich den Schimmel, auf dem zu verfolgen, der seiner Frau die 1.000 Taler abgeschwatzt hat.
Und weil er ein sehr praktischer Mann gewesen ist und gern zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat, so steckt er von neuem 1.000 Taler ein, die will er bei der Gelegenheit seinen noch lebenden Sohn überbringen. Wie der kluge Mann den Schimmel wieder ankommen sieht, versteckt er seinen Beutel mit den 1.000 Taler vor einer Hecke und geht ganz, ganz langsam. Als der Amtmann bei ihm ist, fragt er, ob er hier niemand so recht gefährlichen habe laufen sehen. Es habe hier einer seiner Frau 1.000 Taler abgenommen. Der müsse hier wohl an ihn vorbeigerannt sein. Oh ja, sagt der kluge Mann, es sei jemand dahergerannt, als ob der Jäger hinter ihm her wäre. Und wie er den Schimmel gesehen habe, da sei er mit einem Satz durch die Dornhecke dort gesprungen. Und dahinter, da müsse er sich wohl versteckt halten. Da dankt ihm der Amtmann vielmals, dass er ihm so gute Auskunft gegeben hat und sagt, jetzt will ich den Halunken schon fassen. Er steigt von seinem Schimmel herunter, bittet den klugen Mann, ihm den Schimmel ein wenig zu halten und klemmt seinen dicken Amtsmannsbauch mühsam durch die Dornenecke hindurch. Wie er mit ganz zerfetzten Rock endlich hindurch ist und auf jener Seite der Dornenecke den Spitzbuben sucht, holt der kluge Mann den Beutel mit den 1.000 Talern wieder hervor, die er versteckt hat, und tut sie den 9.000 Talern, die der Amtmann seinem Sohn hat bringen wollen und die er im Mantelsack versteckt hatte. Darauf besteigt er den Schimmel, jagt heim zu seiner Frau und kündigt ihr, dass er einem Amtsmann und einer Amtsmännin gefunden hat, die noch dümmer seien als sie. An dem Tage, wie er zurückkam, fiel der erste Schnee in diesem Jahr, und als nun der rechte lange Winter kam, da fand er mehr als den unrechten Winter gefunden hatte, und der kluge Mann lebte an den langen Winterabenden recht vergnügt mit seiner dämlichen Frau. Der Amtmann aber, wie er an jenem Tage zu seiner Frau kam, sprach zu ihr, »Frau, nun habe ich unserem Sohn die anderen 1.000 Taler auch noch mitgegeben und auch den Schimmel, damit er doch oben auch reiten kann, wie die anderen Engel, für welche er Futter schneiden muss.« Das war die Amtmännin gar wohl zufrieden, denn sie meinte, er schicke sich nicht für einen Engel, der ein Amtsmannssohn sei, dass er im Himmel zu Fuß gehe.